Doch, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Sniper Elite 3 im Koop. Auf los geht's los. Wo gehen wir lang? Da gibt's schon mal Muni und eine Falle. Genau. Ob ich die hier oben. Hier oben ein Stück lang. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wenn hier irgendwo nämlich einer rumspielt. Also mal unten gucken. Denn ist auf jeden Fall Minenfeld, also hinter uns. Da sind vielleicht 4 Personen, 5 Personen. Da unten. Also noch 2 links, da einer. Ah, oh, der sieht mich hinter uns. Oh shit, shit, ja. Bleibst du hier? Versuch mal einen anderen Weg. Ich leg mich mal hin. Das Leuchten da oben rot. Da oben drin. Also einer geht jetzt weg. Oh Scheiße. Also wenn man so schön legt, sieht man alle, gell? Ja, ich wollte eigentlich herumschleichen, aber ich kann nicht. Weil da hinten sind noch mehr. Dann müssen wir erstmal hier hinten zusammen aufbauen, wo ich jetzt gerade bin. Aber die haben mir jetzt alle markiert. Die sehen wir jetzt immer wieder. Ja, und hier hinten ist man auch nicht gedeckt. Also ich kann hier keine Schüsse abgeben, ohne gehört zu werden. Ich komme mal mit zu dir. Irgendeiner wurde gesehen. Du oder ich? Ich. Ja, ich habe ihn noch erschießen können. Au. Oh, ich weiß nicht, ob gerade keine Granaten, aber... Ich merke, du hast auch die halbautomatische HDM. Ja, die habe ich mir jetzt gezeigt, dann einfach an. Ich sehe dich! Jetzt nur nicht unachtsam werden! Oh Scheiße, pass auf, pass auf! Was denn? Oben sind welche. Die haben, können sofort sehen. Erstmal rechts runter, da das Ding säubern. Oh nein, die können nicht sehen. Ja, die sehen das nicht mehr, ich laufe wieder normal weiter. Die wir da hinten markiert haben, wollen wir die noch platt machen? Warte, 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 da vorne läuft jemand. Willst du die jetzt sofort platt machen oder wollen wir die anschließend platt machen? Wie du willst. Nee, ist uns wurscht.
Dann lass uns hingehen. Zu denen da drüben, okay. Ja, automatisch ist cool, ne? Hm? Achso, ich meinst die... Ja, die halbautomatische. Die ist geil. HDM hab ich. Ist es ja. Das ist die einzige halbautomatische Metalldämpfer. Ich wollte schon eine Metalldämpfer haben. Da gibt es nur zwei. Einmal die Vajol. Vajol, ja. Und die andere. Und diese hier, die wir jetzt haben. Hast du eine Granatenwerferweise dabei? Ja, was ist ein Granatewerfen da nochmal? Also erst musst du über Q irgendwie auswählen und dann F länger gedrückt hat und dann siehst du, wo die ungefähr hängen. Na, die so steil sind. Die sind so gut. Genau. Klasse. Einer hat überlebt. War doch gut, oder? Perfekt geworfen oder so. Fast perfekt. Ja. Du bist ja nicht schlimm. Den anderen habe ich ja noch immer erschossen. Da, ja, das schön, war ja einer da. Beiden. Voller Blut. Oh, den hat's da hinten hingehauen. So. Oh, da oben konntest du auch einen markieren. Ja. Oh, pass auf, pass auf. Okay, ich versuche mein Glück hier rum, dann können wir die nämlich von zwei Seiten. Also soll ich von rechts rum? Soll ich da wieder hingehen, wo wir vorher waren? Ja, du kannst auf den hoch kommen, glaube ich. Ja, da musst du aber irgendwo lang krabbeln. Lass, nehmen wir Zeit, Ruhe. Werde ich nicht treffen. Nein, er sieht mich da eine. Wieder ein bisschen zurück, so. Ich habe einen übersehen. Ja. Hier was? Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Okay. Clear. Da war noch einer. Oh, ein Bild hat immer nichts gemacht. Oh. Krabbel ich mal weiter hier, oder? Komm ich irgendwie wieder rum? Jetzt. Was zum Teufel? Eindringling!
So, ich bin gleich an dem Aussichtsturm. Gut. Ja, weil die zwei, die hier sind auch recht. Scheiße! Sehr gut. War zwar ein bisschen laut, aber... Ja, ich weiß. Einer hat mich leider noch entdeckt. Hey! Beacon! Ja? Die hättest du auch hochgefallen, ne? Wo bist du denn? Hier, guck mal, wo ich bin. Ach, hier hinten rum. Auf dem Weg teilweise ist gerade ideal, aber das ist der einzige auf 10 Jahren, wenn so übrig. Ja. Okay. Warte auf andere Spieler. Ja, ich komm doch schon. Was ist denn hier? Die Lee Enfield MK3. Kennst du die Map nicht irgendwoher? Woher denn? Ach so, ja, hier sind wir doch letztens raus, wo die. Ja, Story-Modus, die erste Mission. Jetzt, wo sie es sagen. Story-Modus, erste Mission, ja, wenn du hier rausläufst. Ja. Und das haben die alles eingenommen hier. Okay, wir müssen aber hier lang, glaube ich. Dann sind die Striche. Hier. Striche? Hier ist aber auch was. Scheint mehrere Wege zu gehen. Geh erstmal ganz aufs Dach. Einer hat das Geld, ne? Ja, irgendwie hat er was gesehen da. Ja, mich. Einer muss ja unten lang gehen, also gehe ich einfach mal unten lang. Das war, du wolltest oben. Hier unten lang gehen. Ne, mir ist egal, ich bin jetzt gerade oben. Ich laufe gerade durch ein paar Häuser durch und muss alles ab. Ich glaube, ich habe gerade ein zu höheres Tier gerade das flache Blatt gemacht.
Ihr Schwein, ihr habt unseren Platz eingenommen. Jetzt wollen wir uns das wieder zurückhaben. So. Ich bin an der ersten Notiz dran. Achso, Leerfaster. Ich war kein Hitler, hat im Ersten Weltkrieg in der Bayerischen Armee gedient. Okay. Jetzt fehlt nur noch der andere Punkt. Ich kenne ich doch. Na, no, bin ich. Oh, der eine hatte ich gehört. Ach, lass ihn doch. Ich hört gleich nicht mehr viel. Ich nehme jetzt einen anderen Weg. Wo war der denn jetzt? Da. Ich bin ja schon quasi hinten bei ihm. Oh, da ist ein Schachschützen gefunden. So. Sackgasse. Oh, wo ist denn die Notiz? Hier unten bei mir. Vorsicht, da ist noch einer. Der läuft jetzt auf dich zu. Oh Mann. Nahkampfangriff. Ja, ich bin gerade. Jawohl! Wenn wir gesagt haben, wir führen nur dafür Kasse. Nichts weiter als ein Double. Wir waren ein Teil der Mobilisierung. Bringen wir den. Okay. Liegt ein Medipack noch? Brauche ich nicht. Okay. Ne, ich sag halt immer so. Also was brauchen wir immer mal. Ja, ich habe auch voll. Da kann ich keins mehr dran reinfahren. Sieht so aus, dass hier oben jemand ist.
Nee, doch nicht, da hinten. Pass auf, da ist jemand. Hab ihn? Gut. Wir können nach hinten mal gucken. Nicht. Vor nicht? Nö. Da gibt's jetzt noch Falle. Hier gibt's noch eine Falle. Eine Mine, wenn du die haben willst. Für Fußhupen. Und Munition. Eine schöne Sprengfalle ist das. Müsste ich eigentlich gut mal ausrüsten. Das Mine. Ich habe auch noch die anderen Minen mit, ne? Die wurden Draht spannen musst. Das sieht ein bisschen interessanter aus jetzt. So. Hier rechts, Roboter. Ich kletter gleich mal hier drüber weg. Nicht. Oh, schon gehabt. Da, dann guck mal hier hoch. Hinter dir irgendwo. Nee, nee, rechts von dir. Ja, hinter dir ist auch einer gewesen. Der läuft jetzt hinten rum. Also genau hier drüben, auf der Seite so, war einer. Hallo. Da? Ah. Ja, das ist jetzt rechts vom Punkt. Da. Da läuft er. Ah, warte. Oh, jetzt müssen wir aber für den Taffel gedrückt. Die aufstehe. Oh, no. Wir sind auch wieder da, wo ich weggekommen bin. Da laufe ich jetzt wieder hin. Und es sind noch zwei. Ja, wenn man ganz gemein ist, ne, könnte man überall Minen legen.
Und einfach nur die Laufwege sich merken, wo die immer hinlaufen und da Minen dann platzieren. Jetzt ein bisschen Berlin war. Okay, genau so. Gut. Oh, jetzt hat man aber Puls da. Und wieder ein Türchen aufgegangen. Ich traue mich als Offizier. Ich laufe einfach. Na, wenn's nur schön weich. Hey, was denn? Den kennen wir doch. Da ist er. Was hat denn da für eine schöne Binde drum? Ja gut, wegen der Zensur, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist für... Das ist nicht das Zeichen, was da eigentlich dran gehört. Oder das ist jetzt das neue Behindern. Ja, das Blinden. Bestimme die Identität der Zielperson und mach weiter. Wie will ich denn die bestimmen? Fernglas oder was? Mach das. Okay, alles. Ich hab hier noch irgendwie einen anderen Fern. Geh ich einfach mal hin. Zu dem zweiten Punkt da. Mehr hat doch nichts zu mehr sagen. Mehr lange dauert nicht, oder? Mein Führer. Komm hierher. Ah, es gibt's nicht. Verfehlt. Wieso rein? Wo läuft man da hin? Warum kann ich nicht da hinlaufen? Doch. Ich hab ihn, glaube ich, getroffen. Exfiltrieren. Ja, du oder ich? Ich muss zu dir irgendwie. Habe ich in der Nacht den echten Händler getötet? Die ganzen Informationen deuten darauf. Aber die Geschichte könnte anderer Meinung sein.